Wir sind hier auf der Jet Power 2012 am Stand von Carf und grüße Manfred Grewe. Hallo Peter. Letztes Jahr haben wir auch schon mit dir ein Interview gemacht. Mhm. Haben da etwas Interessantes über die Elektrifizierung der Hawk gehört. Genau. Und ja, da wollte ich natürlich mal nachfragen, wie ist denn da der aktuelle Status? Der Stand der Dinge, ja genau. Also letztes Jahr haben wir ja darüber gesprochen, die Hawk, die ich fliege, da haben wir einen Antrieb drin gehabt, der hatte etwa 11 Kilo Schub. Jetzt zu diesem Jahr haben wir da noch mal ein bisschen Improvement gemacht, wie das so schön neudeutsch heißt, also noch mal in der Leistung nachgelegt. Im Moment sind wir da bei 13 Kilo Schub angekommen und ein großer Teil dieser Schubveränderung ist natürlich ein anderer Motor einfach. Wir haben einfach ein bisschen mehr Treibling eingebaut, der ein bisschen mehr Leistung kann. Wir haben jetzt aber auch von Schübler Antrieb von Schübler, genau, der sozusagen den HST aufgebohrt. Und als zweites haben wir eben die, hatte ich ja letztes Jahr schon erwähnt, haben wir die Einläufe geändert bei der Hawk, also die originalen Einläufe, die man bei Carf kauft. Die sind im Durchlass eben ein bisschen zu klein, das hatten wir auch schon angesprochen und haben gesagt, da machen wir was. Haben wir auch gemacht, wir haben also größere Einläufe gebaut und haben dafür auch ein Hosenrohr konstruiert. Also das heißt, das, was hinter den Einläufen sitzt, was dann nachher zum Impeller hin zeigt, das haben wir angepasst, sodass man da jetzt einen besseren Luftstrom erreicht. Der ist nicht so verwirbelt und das gibt mehr Leistung. Einmal schlägt sich das in der Flugzeit nieder, man kann also mit den gleichen Batterien ein bisschen länger fliegen. Oder man kann das natürlich auch nutzen, wenn man mal ein bisschen mehr aufwärts Dampf haben will. Die Hawk wiegt jetzt im Moment in der Ausstattung, so wie ich sie fliege, 12 Kilo. Mhm. Und bei 13 Kilo Schub kann man natürlich schön dynamisch damit durch die Gegend fliegen. Und das ist auch so, wie es im Scale eben ist. Also das Ding steigt ganz ordentlich. Ja, wir haben ja auch ein Video bei uns in Effeln gemacht. Das kann man sich ja auch noch parallel anschauen, wenn man möchte. Und vielleicht noch etwas zu der Verfügbarkeit, Erhältlichkeit bei... Also das, was wir an Umbaukit anbieten, das kann man denn über Schübler erwerben. Da ist also ein Formensatz entstanden und wenn man sagt, ich will so eine Hawk fliegen, dann bestellt man das einfach mit und schraubt anstatt den Originalteilen eben diese Teile ran. Das passt 1:1 an den Flieger ran, ist ja auch genau dafür gemacht. Und dann hat man das, was man braucht, um die meiste Leistung in dieser Klasse eben zu erreichen. Ja, und die Hawk fliegt ja wirklich sehr schön, muss man ja sagen. Genau, ein schönes Flugzeug. Ja. Und natürlich gibt es auch neue Dinge. Ja. Die Welt bleibt nicht stehen. Insofern gibt es da natürlich auch bei Daniel Schübler einen größeren Impeller. Ja. Und da habt ihr sicherlich auch Ideen, was man damit anstellen kann. Na klar, letztes Mal, als wir uns ja unterhalten haben, haben wir ja gesagt, hier, da, so, wir brauchen ein bisschen mehr Leistung. Und deshalb sind wir ja bei diesen 13 Kilo gekommen. Nun hat Daniel natürlich noch mal ein bisschen was gemacht und hat sich ein bisschen vergrößert. Und nun sind wir ja bei 24 Kilo Leistung, die wir denn könnten, wenn wir wollten. Ja genau, der große Antrieb. Und auch dafür habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ja, was können wir aus dem Carf-Programm nehmen. Aus dem Carf-Programm gibt es eigentlich nichts, was man nehmen kann, aber der glückliche Zufall hat ja gewollt, dass Skygate sozusagen bei Carf produziert wird und über Carf vertrieben wird. Und die haben ja die Produktpalette für Carf sozusagen nach oben abgerundet. Ja. Ne? Gibt größere Modelle und da habe ich mir dann die L39 rausgepickt. Und jetzt ist der Status so, der Impeller ist ja fertig beim Daniel, also Schübler. Und dann wird einer der Ersten wird dann zu mir kommen. Wir haben jetzt mit Carf das so vereinbart, also dass im Moment entsteht ein neuer Spantensatz, dass man auch da wieder ein Umbaukit bekommt. Das ist natürlich noch nicht fertig, das müssen wir erstmal bauen, aber wir werden dieses Umbaukit dann auch anbieten, also ein abgeänderter Spantensatz, sodass dann der Impeller an der richtigen Stelle sitzt. Mhm. Und auch die Einläufe werden wir natürlich wieder anpassen, dass wir da ein entsprechendes Hosenrohr bauen. Mhm. Wird Open Duct verwendet? Oder da wird auch wieder Open Duct verwendet, also das ist jedenfalls das, was wir erstmal machen werden. Ja. Es ist ja auch so, Open Duct verwendest du ja immer dann, wenn du langsam fliegende Jets hast. Mhm. Und dieses ist ja L39, ist ja in Anführungszeichen langsam fliegender Jet. Also wenn ich dann einen schnellen Jet habe, irgendwas anderes, dann sieht die Welt natürlich anders aus. Dann kann ich auch einen geschlossenen Duct nehmen, aber das ist eher so die Bandit-Klasse, in der wir uns dann bewegen würden. Also um nochmal zurückzukommen auf die L39, wir planen, dass wir irgendwie so jetzt in den nächsten 4 bis 6 Wochen in der Lage sind, die Anpassungen zu machen. Dann wird bei Carf der Flieger gefertigt, der dann genau für Elektro auch seine Auslegung bekommt. Wir setzen dann die neuen Teile, die wir bis dahin gemacht haben, ein und werden hoffentlich in diesem Jahr eben noch fliegen können. Mhm. Wir rechnen damit, dass wir etwa so vielleicht so bei 22 Kilo rauskommen mit dem Modell und dann werden wir etwa eine Größe von
1500 mAh Batterie drin haben, also das 1,5-fache von dem, was ich jetzt fliege. Wir rechnen ja damit, dass wir so 300, vielleicht ein bisschen mehr als 300 Ampere bei 14S haben. Bei der jetzigen Hawk-Version ist man ja bei knapp 200 Ampere. Also die Ströme gehen gar nicht so viel höher, geht nur um ein Drittel höher. Obwohl wir anstatt 13 Kilo dann ja schon 24 Kilo Schub haben. Also da sieht man auch, dass sich da in dem größeren Bereich noch mehr Effizienz holen lässt. Und dann werden wir vielleicht das sogar schaffen, dass wir eine schöne lange Flugzeit auch für so einen großen Jet hinkriegen. Und wir wollen natürlich ja, eben auch zeigen, dass man in dieser großen Klasse, also wirklich so einen großen Jet eben auch elektrifizieren kann und da drin nachher einen schönen Antrieb hat. Wir glauben, dass sich das eben auch in Deutschland, so wie man das ja auch sieht von der Entwicklung her, Lärm wird immer ein Thema bleiben. Und wenn ich das dann schaffe, ja, so einen Antrieb da reinzubauen und in der Batterietechnik wird sich in den nächsten Jahren auch was tun. Ich glaube, dass in 5 Jahren werden wir schon wieder eine Kapazitätsverdoppelung haben bei dem gleichen Gewicht jetzt. Und damit wird es wahrscheinlich noch einfacher werden, dann mit solchen Systemen schön Jet fliegen zu können. Ja, prima. Ja, dann schauen wir mal. Dann haben wir auch nächstes Jahr wieder was zu berichten und in der nächsten Flugsaison vor allen Dingen. Genau. Da werden wir sicherlich das Modell dann auch sehen und dann auch im Video mal präsentieren. Genau. Ja. Und vielleicht kann ich dich ja motivieren, Peter. Wenn ich denn am Bauen bin, ne, dann sage ich mal Bescheid. Kommst du mal vorbei und dann können wir ja vielleicht so ein kleines Tagebuch oder so, stellen wir denn online, wir sind jetzt auf dem Stand und dann sind wir auf dem Stand und irgendwann stehen wir dann auf dem Platz. Vielleicht ist es dann bitterböse kalt, aber trotzdem freuen wir uns und dann legen wir einen Hebel auf den Tisch und lassen das Ding dir das erste Mal fliegen. Machen wir. Wir begleiten das auf jeden Fall, Manfred. Das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne sehen wir uns trotzdem auch wieder auf der nächsten Chatbau mit neuen Dingen. Da wird es in der Öffentlichkeit präsentiert. Super. Alles klar. Bis dann. Danke, Peter.